das Baustellenmagazin. Ja, und liebe Grüße aus dem Ahrtal. Ja, hier wurde ja vor 3 Jahren die komplette Bahnstrecke weggespült. Jetzt hat die Bahn beschlossen, die Strecke wieder herzustellen. Und jetzt haben die Bauarbeiten auch begonnen. Und zwar hier drüben hinter den Container und Silos ist Walpotzheim. Bis dahin ging die Strecke noch nach der Flut. Ja gut, ein paar einzelne Schienenstränge, das war ja alles mal zweispurig hier, also zweigleisig, wurden natürlich da weggespült. Aber die Züge konnten bisher dahin fahren. Momentan besteht aber kompletter Schienenersatzverkehr, weil die Bahn komplett praktisch von Remagen aus bis nach Ahrbrück hier das Ganze sanieren und wieder neu herstellen möchte. Ja, auf der Strecke gibt es einige Bohrgeräte, wie man hier sehen kann. Also das hier ist das erste. Da wo das Bohrgerät steht, da war mal eine Brücke, wo der Zug dann praktisch über die Brücke die A, die hier unten fließt, überquert hat. Hier unten sieht man noch einen kleinen Rest von der alten Brücke. Ich denke mal, das werden sie stehen lassen als Mahnmal. 261 Brücken sind damals bei der Flut entweder erheblich beschädigt worden oder gar weggerissen worden. Ja, hier ist natürlich jetzt die Brücke weggerissen worden, weil man sehr viel Gehölz mit angespült hat, was leider von den ganzen Wäldern mitgeschleift hat. So, und ich laufe mit euch jetzt mal hier vor. Hier vorne ist ein Restaurant, das heißt Bunte Kuh. Und da gibt es auch eine Bushaltestelle. Da bin ich vorher ausgestiegen an der Bushaltestelle. Und wir laufen jetzt praktisch dann wieder an die Bushaltestelle zurück. Ja, und ich nehme euch jetzt einfach mal hier mit. Und ich hoffe, es gefällt euch, was ich euch zeige. Und ich möchte auch gleich dazu sagen, es gibt jetzt hier auch wieder regelmäßig Videos, natürlich auch aus Stuttgart, Flughafen und so weiter. Das mal definitiv vorausgeschickt. Kommt immer natürlich darauf an, wie es reinpasst, zwecks Termine, allen drum und dran. Aber auch natürlich das Wetter. Das Wetter hier ist gerade ein bisschen bewölkt. Nicht ganz so warm, das spielt mir gerade ein bisschen in die Tasche hier. Ja, aber vorab kommt jetzt erstmal ein kurzer Werbeblock. Wir sehen uns dann gleich nach der Werbung wieder. Bis gleich.
Jetzt nach der Werbung. Sorry, aber die musste einfach sein, weil ich muss auch gucken, dass ich ein bisschen Geld verdiene. Und deswegen mal noch ein bisschen Werbung hier mit reingeschoben. Hier, das wurde alles neu angelegt. Ich zoome mal weiter raus, dass ihr auch ein bisschen mehr seht hier. Also hier könnt ihr sehr deutlich sehen, wie hoch das Wasser hier letztendlich gestanden ist, praktisch bis zu den Bäumen da oben. Und die ganzen Steine hat es natürlich auch noch mit runtergehauen. Man kann von Glück sagen, dass die Steine einfach zu schwer waren, um mitgeschwemmt zu werden. Das heißt, sie wurden runtergerissen, blieben dann hier einfach liegen. Ja, die A, die fließt hier weiter. Wenn man jetzt mal das Bächlein, sage ich mal, jetzt so anschaut, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass aus diesem Bach ein, ja, sag ich mal, 9 bis 10 Meter hoher Fluss geworden ist, der auch in die Breite gegangen ist und eben auch von weiter hinten auch die ganzen Baumstämme und das ganze Zeug mit sich gerissen hat. So, die Brücke hier hat übrigens das THW erbaut. Als Behelfsbrücke waren sie sofort dabei, um hier die Brücke zu bauen. Wenn ich jetzt manchmal nicht ganz so verstehen bin, leider ist mein Ansteckmikro kaputt. Ich habe noch 2 Handmikrofone dabei, aber die möchte ich jetzt nicht so mit mir rumschleifen. Deswegen ist das Ganze mal ohne Mikro. Und wenn ich da mal irgendwo weiter reinzoome, dann lasse ich euch einfach mal mit den Bildern alleine. Dann könnt ihr die Bilder genießen. So, jetzt mal schön die Kamera hier rüber drehen. Auch wenn ich meinen Presseausweis dabei habe. Aber Leute reagieren immer ein bisschen komisch, wenn man sie oder ihre Autos filmt. Ja, und das Ganze wird hier von der Firma Leonhard & Weiss gemacht. Die sind also praktisch hier auf der ganzen Strecke tätig. Und natürlich hier Saargrundbau aus Saarbrücken. Also die machen hier die ganzen Tätigkeiten. Hier vorne sieht man noch eine Raupe. Ab und zu fährt man hier noch einen Radlader vorbei. Ja, und da haben sie einen Haufen Schotter aufgetürmt. Hier noch ein paar Container für Werkzeuge und so weiter. Und hier die Teile für das Bohrgerät. Ja, ich denke mal, dass da ordentliche Bohrpfähle reinkommen. Und hier
Leonard Weiss. Natürlich auch hier drüben noch ihre Fahrzeuge abgestellt. Übrigens ein sehr schönes Weingebiet hier. Also wenn man Zeit und Lust hat, kommt hierher, macht mal ein bisschen Urlaub hier. Die Leute können wirklich jeden Cent gebrauchen. Ja, und hier kommt gerade noch ein Mobilkran runtergefahren. Ich würde sagen, den schauen wir mal zu, wie der hier über die Brücke fährt. Dann gehe ich gerade mal ein Stück noch zurück hier. Dann nehmen wir doch den gerade noch mit auf das Bild hier. Ja, und da vorne sieht man gerade noch den Radlader. Ja, hier ist jetzt alles einspurig schon einen kurzen Moment, bis die Baustelle hier erledigt ist. Weil hier wurde ja ein Stück von der Mauer weggenommen, bei der Flut, aber das zeige ich euch gleich noch alles. Jetzt schauen wir erstmal den Mobilkran zu, wie der hier über die kleine schmale Brücke drüber kommt. Also die muss ja wirklich gut gebaut sein, wenn der mit seinen vielen Tonnen hier über die kleine Behelfsbrücke drüber fährt, wo das technische Hilfswerk damals aufgebaut hat. Also viel lenken kann er nicht. Er hat ein paar Zentimeter Platz. Wenn wir mal reinzoomen. Aber wenn er drauf ist richtig, dann kann er auch Gas geben. So heißt die Firma wahrscheinlich. Also. So, dann laufen wir mal hier ein Stück vor. Und dann schauen wir mal, wie das da vorne aussieht. Ja, ich bin mittlerweile hier im Ahrtal ein sehr gesehener Gast hier. Also, der macht gerade Pause, ich denke mal. Eine schöpferische Pause vielleicht oder sowas. Ja, da würde ich sagen, laufen wir dann mal langsam wieder vor. So, wir müssen halt natürlich dann erstmal die Autos vorbeilassen. So, wenn es weitergeht, dann schalte ich wieder ein. Bis gleich. So, jetzt können gerade die Autos in die Richtung fahren. Das heißt, wir können die Chance nutzen, hier mal schön ein paar Meter vorzulaufen.
Ja, ihr seht ja, hier war ja auch mal ein Gehweg. Ja, und hier wurden schon eine Reihe Bobpfähle gesetzt. Und hier kann man auch sehen, dass der Gehweg weggespült wurde und ein Stück manchmal auch vom Straßenrand. Aber da gab es auch, oder gibt es auch Stellen, wenn es die noch gibt, weiß ich jetzt nicht genau, wo wirklich die Fahrbahn bloß noch zur Hälfte da war. So. Das haben wir so eingestellt. Die Weste habe ich natürlich mal wieder nicht dabei. Die habe ich natürlich wieder mal vergessen. Aber gut, macht jetzt eigentlich so gesehen auch nichts aus. Weil hier hat es ja relativ viel Platz, dass man auch vorbeilaufen kann. Aber wie gesagt, der eigentliche Gehweg ist ja hier nicht mehr vorhanden. Nein, haben nicht die Bauarbeiter entfernt, sondern die Flut. So, soll ich bloß stehen bleiben, weil das Wetter nicht mehr kommt. Das heißt, wir bleiben hier gestehen stehen. Ja, der hat den Ring jetzt hier weggeholt. Da noch mit drauf. So, dann können wir ein paar Meter laufen. Ja, und hier wird das Loch gebohrt. Also wie gesagt, ich denke mal, die Löcher, wo sie hier bohren, die werden für die Brücke sein. Weil da müssen wir wieder eine Brücke hinbauen. Weil ihr müsst es euch mal vorstellen, kommt so schräg rüber, die Bahn, und geht dann nach der schräg drüben weiter. Na, weil die Zugstrecke quert ein paar Mal die A, bevor sie in Abrück ankommt. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. So, jetzt bleibe ich gerade stehen hier. Hier ist ein Wettermischer. Die großen
Autos alle vorbei hier. Und dann geht's weiter. So. So, und es geht weiter hier. Also die kleinen Autos haben ja kein Problem hier. So. Ja, und hier drüben. Leonhard Weiss, Wiederaufbau Ahrtalbahn. Ja, und die Bobfähne, die gehen natürlich hier weiter. Ich glaube, ein ganz großer. Da kommt noch ein Bus, da kommt der Bauern hier vorbei. Nochmal ein LKW. Da kommt ein Bus am Meer hier vorbei. Weil wir sind jetzt hier am Randstil. So. Gehen wir ein Stück weiter. So, und die Strecke, die läuft dann praktisch hier weiter. Aber ich denke mal, die Strecke wird hier wieder zweigleisig gebaut werden. Und hier das Ganze schon mal soweit vorbereitet, haben alles Helfer der ersten Stunde hier sozusagen, weil sonst wäre das Ganze hier noch nicht so weit. So, bloß stehen bleiben wieder. Und wir sind ja auch gleich vorne, wo der Gehweg kommt. Und dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Vor allen Dingen, man muss immer sehr freundlich sein zu den Leuten, weil sie auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, und hier sieht man schon die erste Schalltafel. Ich denke mal, hier wird demnächst eingeschaltet werden. Aber das können wir uns auch gleich von vorne noch genauer anschauen. Thank you.
hier haben sie die Sache hier festgegürtet. Dass das Zeug da bleibt, wo es hingehört. Ja, hier ist ein grünes Rohr. Den wir zum Wasser ablassen hier. An der anderen Seite. Ja, und hier die ganzen Bohrpfähle, wo sie ja reingemacht haben wieder. Ja, Telekommunikationsleitungen, weil liegen hier unten auch schon. Ja, stellenweise haben die Leute nicht mal mehr Festnetz. Das heißt, das muss man auch alles erst wieder herstellen. Und das wird natürlich auch noch ein Weilchen dauern. Ja, und hier kann man mal die Kraft von der Flut sehen, weil hier hat sie das Geländer getrennt, ja, sozusagen, und der Rest mitgeschwimmt. Und ist dann praktisch nicht mehr aufzufinden, beziehungsweise ich denke mal, man wird das Ganze auch neu machen, weil das Geländer, wo hier ist, ist auch ziemlich verbogen durch die Flut. Ja. Und jetzt mal noch ein Blick in die Richtung hier. Und da sieht man auch mal die harmlose Aar jetzt hier, wie sie sich hier entlang schlängelt. Als wenn nichts gewesen wäre. Aber ihr seht ja, was hier angerichtet wurde. So, dann laufen wir ein Stück weiter. Weil hier vorne ist meine Haltestelle. So, die Baumaschinen, die schauen wir uns an der Haltestelle aus.
einzoomen hier. Wir haben die Abwasserkanäle verlegt. Ja. Und dann da drüben. Ja, da haben wir jetzt. Hier steht noch ein Kran. Denk mal, der ist auch für die Bahntreise hier. Ja, und dann mal schauen, ob das Ganze so gut gebaut wird, dass es wirklich die nächste Flut übersteht. Aber ich denke mal, vielleicht machen sie auch hier noch ein paar Spundwände hin, so wie da drüben auch. Dass da einfach nichts mehr passieren kann, weil einfach nur so Erde aufhäufen ist ja eigentlich auch nicht getan. Weil bei so einer Flut ist das natürlich auch gleich weg. Ja, und dann ist die Bahn, da ist sie auch wieder komplett weg. Ja. Also von dem her gesehen, muss man mal schauen. Ja, jetzt sind wir eigentlich soweit hier durch, Leute. Wir blicken nochmal zurück. Also, da drüben, wo der Weg ist, die Leitplanke ist, ein bisschen weiter hinten da von der Fahne, da sind wir gestartet. Und jetzt sind wir hier. Ja. Ein gutes Stück, aber das wird wahrscheinlich auch der Hauptaugenmerk sein, von dem ganzen Wasserarsenal, was hier wieder hergestellt wird, weil an anderen Orten, da liegt ja sogar noch das Schotter, da ist sind nur die Gleise weg. Also das muss man sehen, was da passiert, aber auch da werde ich euch auf den Laufenden halten. Dann auch noch die eine oder anderen Brücken wieder aufgebaut. Mal gucken, ob wir da auch mal was einfangen können. Aber jetzt der Hauptaugenmerk, der liegt jetzt einfach mal hier auf dieses Teilstück hier, weil ja hier eigentlich komplett alles weggerissen wurde. So, gehen wir noch ein Stück hinter. Ich habe jetzt auch bloß mein Einbein-Stativ dabei. Mein restliches Stativ habe ich bei meinem Kumpel gelassen. Beim Peter. Und da gehen wir liebe Grüße raus. Mit dem Peter. Ich bin hier am Freitag in Dämmau. Da steht der nächste Dreh an. Weil
Wir waren am Sonntag schon in Dirnau, aber da habe ich die Speicherkarte, wo ich jetzt drin habe, vergessen. Und die andere, wo nagelneu war, haben wir jetzt rausgefunden, dass die kaputt ist. Und jetzt kommt der Hammer. Wir waren gestern hier beim Saturn in Köln, Weiden. Und da hat doch der gute Mann gemeint, in der Aufnahme von meiner Kamera, da sei innen was abgebrochen. Ich habe mal bei meinem Kumpel dann die Kamera geschüttelt, weil wenn was abgebrochen wäre, würde man das ja hören. Und da war gar nichts. Dann hat der Peter mal die Speicherkarte in seinen Fotoapparat reingesteckt. Und was war? Bei ihm ging es ja auch nicht. Na. So. Sind wir hier am Ende? Natürlich ist hier der Weg natürlich auch zu Ende. Aber wir sind an den ganzen Geschehen noch mal ein bisschen näher rangekommen hier. Ja, man sieht hier natürlich auch die Grundwände. Ja, jetzt an der Stelle. Möchte ich mich auch mal bedanken bei euch allen, die mir die besten, erstmal die besten Genesungswünsche überbracht haben, weil ich ja zwischendurch auch mal wieder öfters krank war. Und dann die Beileidskundungen für meinen Bruder, weil mein Bruder ja gestorben ist. Und da auch von meiner von meinen ganzen Geschwistern an euch alle, die euer Beileid ausgesprochen haben, von Hubert angefangen und uns Kraft gespendet haben. Das hat übrigens dazu auch mich bewogen, jetzt wieder weiterzumachen, weil ihr mir einfach die Kraft gegeben habt. Wir sind zwar noch nicht ganz drüber weg, es tut zwar immer noch weh, aber wir können sagen, okay, das Leben geht weiter, der Alltag geht weiter und wir dürfen uns jetzt nicht hängen lassen und wir machen jetzt einfach so weiter, als wenn er noch da wäre. So. Und da möchte ich euch allen noch danken, die mir die Treue gehalten haben. Weil es sind ja wirklich einige weggegangen nach überall anderthalb Jahren jetzt, wo bloß mal von der Traktor- und der Baustelle was kam. Da trotzdem nochmal meinen herzlichsten Dank an euch, dass ihr mir die Treue haltet. Das rechne ich hoch an und ich meine, ich habe zwar immer noch Schmerzen in den Beinen jetzt wieder mal, seit neuerdings, aber ich versuche natürlich trotzdem jetzt zu filmen. Ich bin jetzt auch hierher gekommen, obwohl ich ein paar Schmerzen habe, weil ich einfach jetzt das euch hier alles zeigen möchte, ne? Also von dem her gesehen ist es mir wichtig, dass ihr das wisst. Ja, und somit würde ich sagen, beende ich dann auch das Video hier im Ahrtal.
Ich sage erstmal recht herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer, ihr wisst schon, einen Daumen nach oben da lassen, wenn mein Kanal noch nicht abonniert hat oder gerne wieder zurückkommen möchte. Unter dem Video kann man den Kanal jederzeit kostenlos abonnieren. Also kostet wirklich nichts. So. Kommentarleiste dürft auch gerne benutzen. Auch jetzt gerade hier speziell für das Thema Ahrtal. Wenn ihr dazu was schreiben wollt, dann dürft ihr es gerne tun. Wenn ich darf, werde ich das dann auch mal bei meinem nächsten Besuch hier im Ahrtal aufgreifen und in einem Video für mein Magazin mit einbauen. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwie Verwandte oder so hier im Ahrtal. Dann dürft ihr auch gerne mal schreiben, wie es den Leuten geht. Weil es geht ja noch nicht allen Leuten so gut hier im Ahrtal. Dann dürft ihr auch gerne das hier reinschreiben. Ja. Und ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen. Und Leute, was ganz wichtig ist, bitte bleibt oder werdet gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Emme. Und jetzt wieder regelmäßig. Tschüssi aus dem Ahrtal.